Servus YouTube und willkommen zum Nintendo 64 PAL RGB Umbau Tutorial. Ich habe mir gedacht, da ich sowieso vorhabe, meinen Nintendo 64 RGB zu modden, dass ich darüber ein kleines Tutorial aufnehme und euch zeige, wie das funktioniert. In diesem Part konzentrieren wir uns auf Sachen, die man braucht, die man vorher besorgen sollte, ja, bevor man mit dem RGB Umbau beginnen kann. Auf jeden Fall braucht man als allererstes ein PAL Nintendo 64 Gerät. Hinten steht nämlich drauf: Modellnummer NUS NUS 001 EUR. Das bedeutet, dass das eben ein europäisches PAL-Gerät ist. Vorab ein bisschen, das NTSC-Gerät aus Amerika und die frühen Nintendo 64-Geräte aus Frankreich, die konnten von Haus aus RGB-Signale wiedergeben. Allerdings musste man da mit einem ganz kleinen Mod nachhelfen, indem man da ein Kabel verlötet hat. Danach konnte man dann mit einem SCART-Kabel auf dem Fernseher RGB wiedergeben. Leider ist das beim europäischen Nintendo 64 nicht der Fall. Da muss man nämlich mit einem speziellen Chip nachhelfen. Und da ist auch ein bisschen Feinarbeit vonnöten. Aber dazu später mehr. Wie gesagt, das Nintendo 64 braucht man. Ja, ich habe hier ein paar Pokémon-Aufkleber noch aus meiner Kindheit, weil das Gerät habe ich ja auch schon seit, glaube ich, 1996 oder 97 haben mir meine Eltern das damals gekauft. Ja, wie gesagt, das hier. Dann, um das Nintendo 64 aufzuschrauben, benötigt ihr einen Gamebit mit 4,5 mm, glaube ich, ist das. Also auf jeden Fall, ich habe hier auch noch das kleine, das ist so ein kleines Doppelpack gewesen. Das kann man hier abziehen. Ihr braucht, also ich zeige es euch mal nochmal richtig, das kleinere und das größere. Ihr benötigt das größere dafür. Das kleinere, damit kann man zum Beispiel die Cartridges des Nintendo 64 oder SNES oder auch Sega Mega Drive aufschrauben. Und mit dem großen, da kann man halt die Konsolen entsprechend aufschrauben. Den tut man hier rein und dann funktioniert das wie so ein kleiner Schraubenzieher. Damit kann man hier rein und dann die Schrauben lösen. Das sind insgesamt wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, die man hier lösen muss, damit man das Gehäuse wegkriegt. Sollte das Gehäuse ein bisschen schmutzig sein, dann könnt ihr das auch in die Spülmaschine tun und es mal durchspülen lassen, gut trocknen lassen, bevor ihr es dann wieder zusammenschraubt. So, dann braucht ihr natürlich, wir fangen mal im Moment mit dem RGB-Kit von Don King an. Bei dem habe ich das auf der Internetseite bestellt. Ich werde es euch auch in der Infobox unten verlinken, falls ihr es euch selber bei ihm bestellen möchtet. Also holen wir mal das raus. Das war in so einem Briefkuvert. Er hat es als Brief verschickt, war es dabei. Und so sieht das dann eben aus. Nintendo 64 RGB SCART-Kabel ist auch in diesem Paket inklusive, aber in dem Paket ist mehr als nur das SCART-Kabel, so viel dazu. So, wir fangen mal mit dem mit der kleinen Anleitung an. Don Kings Konsolenservice Tutorial Nintendo 64 PAL RGB Umbau ist eine bebilderte Anleitung dabei, die genau den, die Platine, den Chip, die Widerstände und die Bereiche, die man dann selber noch verlöten muss, genau beschreibt. Und hier einfach Schritt für Schritt nach dieser Anleitung gehen. Das werden wir dann höchstwahrscheinlich im zweiten Teil genauer uns ansehen. So, was ist hier noch drin? Also in der Tüte war noch eine Tüte. Jetzt zeige ich euch, was hier drin ist. Also zuallererst das SCART-Kabel, welches dann, also das ist ein RGB-SCART-Kabel, speziell für das Nintendo 64 hergestellt von Don King. Beziehungsweise, ich glaube, der moddet die speziell auf die Konsole. Das heißt, ich würde das Kabel, und er hat auch gemeint, man sollte es nicht an einer anderen Konsole ausprobieren. Das heißt, nicht an ein Super Nintendo Gerät anschließen und auch nicht an ein GameCube Gerät. Ja, so sieht es aus. Ein ganz normaler SCART-Anschluss. Und eben hier, um es in die Nintendo 64 Konsole zu stecken. Dann haben wir ein buntes Flachbandkabel, das wir benötigen, um es, also das Kabel, das wird dann... Also da war noch ein Päckchen drin. Das Kabel wird an diese Platine bzw. an den Chip gelötet. Ich gucke mal, ob ich hier ganz nah hinkomme, damit ihr es mal seht. Die Widerstände und der Kondensator, die sind schon fertig gelötet. Das heißt, diese Feinarbeit braucht man schon nicht mehr machen. Die ist schon erledigt. Das ist ein Chip vom Circuitboard vom User Flash, Version 1.1. Und hier steht noch das Datum, der 30.01.2014. Also so sieht es aus. Ich lege es mal auf meine Handfläche. Ich weiß nicht, ob es man erkennt. Also es ist auf jeden Fall richtig klein. Also da muss man schon auf jeden Fall Erfahrung mit dem Löten haben. Die habe ich persönlich selber nicht so. Ich habe schon gelötet. Das bezeichnet man als SMD-Löten. Und das ist schon ein bisschen
tricky, sage ich mal. Dann braucht ihr natürlich noch einen Lötkolben bzw. einfach ein Lötgerät. Ich habe hier so ein einfaches zu Hause. Einfach an die Steckdose, dann wird es warm. Dann kann man damit das Kabel an den kleinen Chip dran löten. Löten geht natürlich nicht ohne Lötzinn. Da habe ich welches da. Beziehungsweise das ist ein bisschen zu dick, würde ich sagen. Da würde ich dann mein spezielles SMD-Lötzinn verwenden. Aber das habe ich gerade nicht griffbereit. Das habe ich vergessen, mir daher zu legen. Und natürlich Entlötlitze, falls mal was daneben gehen sollte. Ja. Damit einfach die Lötze über die Stelle halten, mit dem Lötkolben erhitzen. Dann saugt diese Entlötlitze das Lot auf. Und dann kann man quasi einen neuen Versuch wagen. So viel dazu, was benötigt wird und was in dem Paket von Don King enthalten ist. Und im zweiten Teil sehen wir uns dann wieder, wenn wir die Konsole aufschrauben und das Flachbandkabel an den Chip. Und dann, da kommen noch ein paar kleinere Sachen dazu, die man auch noch macht. Die werden wir dann einfach im zweiten Teil angehen. Bis dann, Leute. Ciao.